Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung und ich freue mich, dass ich sozusagen den Tag losstarten darf. Und mein Part heute ist wirklich, sagen wir mal, so ein bisschen am Anfang anzufangen, weil wir reden so viel über Kohlenhydrate, über Zucker, über Ketone und dabei vergisst man vielleicht, sich auch die Frage zu stellen, ja, was ist eigentlich das Problem mit Zucker? Ist es überhaupt ein Problem, tatsächlich? Ja. Und deswegen so ein bisschen meine provokante Frage, ist es weißes Gift oder vielleicht doch ganz harmlos? Wenn wir von Zucker reden, meinen wir eigentlich Kohlenhydrate. Und da fängt dann schon oft das erste ja, Aha-Erlebnis an, wenn da tatsächlich ganz viele Menschen gar nicht wissen, dass Zucker und Kohlenhydrate das Gleiche sind. Was sind Kohlenhydrate überhaupt? Ja, da sehen wir schon Nudeln, Brot, Reis, solche Dinge. Und im Wesentlichen sind sie aus Kohlenstoff und Wasserstoff, deswegen heißen die Kohlenhydrate. Das sind Ringe. Ja, und wir brauchen sie in unserem Körper für bestimmte Aufgaben, vor allem zur Energiebereitstellung, aber auch Teile der DNA zum Beispiel sind Zucker. Ja? Und trotzdem, obwohl sie wichtige Aufgaben in unserem Körper erfüllen, wie zum Beispiel auch Teile der Schleimhaut, also im Darm und in der Lunge, sind Kohlenhydrate nicht essentiell. Sie sind nicht lebensnotwendig in dem Sinne, dass ich sie zwingend mit der Nahrung zum Beispiel zu mir nehmen müsste. Ganz im Gegenteil, dazu Proteine und Fette, die muss ich mit der Nahrung zu mir nehmen. Das ist vielleicht mal schon so ein erster kleiner Hinweis oder eine erste kleine Sache, die man so mitnehmen kann, ist, dass es tatsächlich nicht so, es gibt eigentlich keine Kohlenhydratmangel. Jetzt werden wir so ein bisschen nicht erschrecken, schauen wir ganz ein bisschen in die Biochemie hinein, aber keine Angst, das müssen wir jetzt nicht im Detail alles auswendig lernen. Worum es mir geht, ist einfach ein bisschen ein Verständnis zu schaffen, was ist eigentlich Zucker. Ja? Und wir haben diese einfachen Zucker, die nur aus so einem Molekül bestehen. Und die Glucose, das ist das, was wir dann zum Beispiel im Blut messen können. Dann gibt es die Zucker, die aus zwei so Ringen bestehen. Ja? Und da kennen wir die Sucrose, das ist dann unser Haushaltszucker. Ja? Wir haben zum Beispiel die Maltose, wie sie im Bier vorkommt, oder die Laktose, wie sie in der Milch vorkommt. Ja? Und wir sehen schon, so ein Haushaltszucker, der besteht zu einem Teil aus Glucose und zum anderen Teil aus Fructose. Und dann haben wir noch die komplexen Kohlenhydrate. Ja, das sind die Stärken, das ist das Brot, der Reis, die Nudeln. Und das sind so ganz lange Ketten, manchmal sind sie verzweigt, ja, und aus vielen, vielen einzelnen Zuckern. Und warum erkläre ich das so? Weil nur dann kann ich verstehen, dass egal wie komplex das erstmal ist, im Endeffekt ist es immer ein Zucker. Und in unserem Blut, ich weiß, wir haben das auch überprüfen lassen, wenn ich eine Kartoffel esse, dann schwimmen in meinem Blut keine kleinen Kartoffeln herum. Ganz sicher. Ja? Da kommt Zucker an, Glucose, weil egal wie komplex dieses Kohlenhydrat ist, nur einzelne Zucker können durch die Darmwand hindurch. Nur einzelne Zuckermoleküle. Und die landen dann im Blut und werden dort dann in unserem Körper transportiert. Und das kann ich dann als Blutzuckeranstieg auch messen. Ja? Und wenn man nur das verstanden hat und nur das mitnimmt von heute, dann hat man schon unglaublich viel für sich selber gelernt. Weil das ist ein Konzept, das viele, viele, viele Menschen nicht begriffen haben. Ja, weil wenn ich auf so eine Nudelpackung schaue, dann steht da drauf 70 Gramm Kohlenhydrate in 100 Gramm und davon 3 Gramm Zucker. Da freue ich mich, boah, sind ja nur 3 Gramm Zucker drinnen. Nein, nein, auch aus diesen 70 Gramm Kohlenhydraten werden Zucker
und die landen dann da herinnen in meinem Blut. Also, alle Kohlenhydrate sind im Ende Zucker. So, jetzt haben wir so einen kleinen Zuckertest mitgebracht. Das ist ein kleines Fläschchen, das ist nicht so was Großes, das sind diese Smoothies, ja, diese Smoothie-Fläschchen, die es so gibt. Gesund, Pfirsich-Maracuja. Was glauben Sie, wie viel Zuckerwürfel, wenn man es jetzt so in Zuckerwürfel schätzt, ja, weil das ist so eine leichtere Einheit. Was glauben Sie, wie viel da in so einem 200 Milliliter Fläschchen drinnen sind? Gibt es irgendwelche? Einfach rausrufen. 12. Sehr gut. 15. Oi. Fast. Ja. Also wir waren schon nicht ganz so schlimm. Also das sind ja schon die Profis da vorne. Aber das ist die, so ein Zuckerwürfel hat, weiß nicht, 4 Gramm, glaube ich. Ja. Das heißt, oder sogar weniger. Nein. Es ist 3 Gramm, 2 Gramm, 3 Gramm. Ja. Ich glaube, es gibt einen Unterschied in Deutschland und in Österreich, sind sie ein bisschen anders. Ja, ja, ihr habt andere Zuckerwürfel. Aber, und da denkt man sich, und wie viele Menschen sieht man da, die das ihrem Kind geben, im guten Glauben, das ist doch was Gesundes, ist kein zugesetzter Zucker drinnen, ohne zugesetzten Zucker. Ja. Es ist einfach natürlich der Zucker, wie er einfach in der Frucht vorkommt. Anderes Beispiel, eine Semmel. Gibt es Schätzungen? No. Eine, ja. Knapp daneben, genau. Ja, oh. Das ist der Zucker, wie er dann in unserem Blut ankommt. Deswegen finde ich es immer ganz gut zu unterscheiden, eigentlich zwischen, dass man eher sagt, was ist denn der Blutzucker, was sind denn die blutzuckerwirksamen Kohlenhydrate? Ja, weil das sagt ja eigentlich viel mehr aus, was tatsächlich die Belastung ist, die so mein Körper, mit dem da mein Körper umgehen muss. Ja, weil da geht es ja nicht darum, dass da irgendjemand Zucker zugesetzt hätte. Ja. Und so ein Beispiel, so Trinkjoghurt, es ist ein Fastentrinkjoghurt. Also das muss ja gesund sein natürlich, ja. Es ist eben natürlich Fasten, weil hat nur 0,1% Fett, ja. Und das so schön dargestellt. Aber wenn man sich dann die Zuckerladung dazu anschaut, nicht so wirklich Fasten. Und so als Abschluss noch die Portion Nudeln. Und das isst man dann so, ja. Und das ist einfach, man macht sich das oft nicht so bewusst, was da wirklich, wie viel Zucker in sowas drinnen ist oder wie viel Zucker da ankommt in unserem Körper. Und ich finde solche Bilder immer sehr, auch für mich immer wieder, einfach führt es einem wirklich vor Augen, was da dann los ist. Und das ist ja die österreichische Ernährungspyramide, die schaut eh überall gleich aus in Wirklichkeit. Und wenn man sich da anschaut, was das so die Basis bildet, ja, dann kann man ja sagen, das ist alles Zucker. Ja. Die Basis der Ernährungsempfehlungen, die Basis der Ernährungspyramide sind, es ist Zucker im Wesentlichen. Und das ist schon mal der erste Punkt, warum wir eigentlich in der ganzen Misere überhaupt stecken, ja, mit den chronischen Erkrankungen, dem Übergewicht, dem Diabetes, wenn das meine Empfehlungen sind. Und die Empfehlungen liegen so bei 55%, sollte man zu sich nehmen, angeblich, Kohlenhydrate. Aber es ist, wie ich es eingangs gesagt habe, nicht nur sind Kohlenhydrate nicht essentiell, also ich müsste sie theoretisch gar nicht mit der Nahrung aufnehmen, es gibt de facto keine wissenschaftliche Publikation, die festlegt, das ist der Minimumbedarf. Das steht sogar in den großen Ernährungswissenschaftsbüchern drinnen, die man auch in der Diätologie, in der Ausbildung zur Verfügung hat, steht das so drinnen. Und trotzdem wird uns
suggeriert, wir müssen über die Hälfte unserer täglichen Kalorien über einen Makronährstoff zu uns nehmen, der nicht mal essentiell ist. Ja? Aber jetzt ist ja die Frage, gut, jetzt wissen wir, dass da Zucker drin ist, dass das alles zu Zucker wird, aber die Frage ist ja, was macht das mit unserem Körper? Ist das ein Problem? Ja? Warum sollte ich mir überhaupt darüber Gedanken machen, was da an Zucker daherkommt? Und ich habe so ein paar Punkte herausgesucht, die ich denke, die für uns einfach am relevantesten sind. Das erste ist die Blutzuckerachterbahn, wie ich sie gerne nenne. Ja? Und auf der war vielleicht der eine oder andere schon oder kann sich damit auch identifizieren. Das grüne Band ist quasi der Bereich, wo man eigentlich sein möchte. Da fühlt sich der Körper wohl, da, das ist unser normaler, unser nüchtern Bereich, unser Blutzucker. Alles, was darüber und darunter ist, macht Stress. Ja? Wenn man drunter fällt, das kennt man noch, das merkt man, da fühlt man sich schlecht, fängt man zum Schwitzen an, zittrig. Die Spitzen, die merken wir nicht. Da gibt es kein Warnsignal. Warum? Weil es in der Natur nicht wirklich vorkommt, dass so großartige Spitzen vorkommen. Da brauche ich kein Warnsignal. Ja? Und was eben passiert ist, wenn ich meine erste kohlenhydratreiche Mahlzeit zu mir nehme, der Blutzucker steigt an. Und dann kommt das Hormon Insulin und senkt den Blutzucker. Und bei vielen von uns ist es so, dass Insulin einfach schon ein bisschen übermäßig reagiert. Und dann lande ich so ein bisschen in dieser Zone, wo ich mich nicht mehr wohlfühle, im Zuckercrash. Ja? Und dann, wenn ich dann da jetzt nicht sofort meinen Snickers oder die Schokolade bei der Hand habe, ja, dann wird man zum Mörder. Und ganz unrund und beginnt alle Laden zu durchsuchen nach irgendwas und dann habe ich schon wieder die nächsten Blutzuckerspitze. Und so geht es dann den ganzen Tag auf und ab. Wenn ich so auf der Blutzuckerachterbahn gefangen bin, dann kann ich nicht abnehmen, dann kann ich mich nicht kontrollieren, weil da glaubt der Körper, er muss sterben. Das Gehirn sagt, iss sofort was. Ja, das hat nichts mit mangelnder Selbstkontrolle zu tun. Sich dagegen zu wehren, ist fast menschenunmöglich. Ja? Und deswegen ist es einfach eine ganz, wie ich sagen, wirklich schlimme Empfehlung, oder dass man es einfach sagt, na, man muss sich ja nur kontrollieren. Ja, das ist fast unmöglich, sich da zu kontrollieren. Ja? Wir haben einfach wirklich... Und dieser Blutzucker, den wir da haben, der eigentlich unser normaler Blutzucker ist, der sind gerade mal ein, zwei so Würfelzucker. Ja? Und wenn wir jetzt zurückdenken an die Zuckerladungen, die wir da vorher gesehen haben, was da vielleicht so ein Teller Spaghetti ist, kann man sich vorstellen, wie viel Stress das macht, wenn da auf einmal da 20 oder mehr so Zuckerwürfel daherkommen. Insulin. Ja, wir wissen jetzt, wenn wir Zucker zu uns nehmen, dann kommt Insulin. Und Insulin ist ein Masthormon, setzt man auch in der Tierhaltung ein, um Tiere fett zu machen. Ja, das weiß man und das ist auch jetzt keine Überraschung, das ist definiert in der Literatur. Wenn Kohlenhydrate da sind, wenn die aufgenommen werden und die ich nicht akut für Energie Bereitstellung brauche, also wenn ich jetzt einen Marathon laufe, ist das vielleicht was anderes, ja? Aber das macht man nicht jeden Tag und meine Kohlenhydratspeicher gefüllt sind und die sind bei allen von uns sicherlich gut gefüllt, dann wird der Zucker, der aufgenommen wird, zu Fett. Ja, das ist einfach, das ist so. Worum es mir geht, ist einfach zu zeigen, warum sind Kohlenhydrate auch so problematisch, so zentral in der ganzen Übergewichtsthematik. Ja. Und das ist überhaupt das Beste. Ja. Das ist aus einem Büchlein der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, wo es um Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr geht. Und da steht tatsächlich drinnen, wenn man also ab 25%
Kohlenhydrate wird die Fettverbrennung gehemmt. Empfehlen durch den Leuten mindestens 55%. Ja, also ich empfehle den Leuten was, von dem ich weiß, dass es die Fettverbrennung hemmt und mache ihnen dann Vorwürfe, dass sie fett sind. Also das ist für mich absolut schizophren. Ja. Es ist, jeder weiß das, das steht in dem, das schreiben sie selber in ihrem Büchlein und trotzdem empfehle ich 55% Kohlenhydrate, wo ich weiß, dass es die Fettverbrennung hemmt. Ja. Aber Hauptsache, wir schränken das Fett ein. Und warum ist das nochmal so relevant und warum hacke ich quasi das da so drauf herum? Weil das ist quasi, das ist Insulin. Ja? Und das ist Fettverbrennung. 0%, 100%. Ja? Und unser nüchtern, der Bereich, wo wir eigentlich mit dem Insulin sein sollten, unser nüchtern Insulin ist relativ weit unten. Ja? Und wir sehen, dass schon ein minimaler Anstieg die Fettverbrennung extrem hemmt. Ja? Und deswegen ist es auch, wenn wir wieder zurückdenken, wenn ich schon übergewichtig bin, wenn ich Diabetes habe, ist es umso schwieriger auch abzunehmen. Also das hat eben nichts mit, dass ich nicht diszipliniert genug bin, sondern es ist einfach wahnsinnig schwierig abzunehmen, Fett zu verbrennen, wenn mein Insulin erhöht ist. Ja, und man sieht, wie schnell diese Kurve eben abfällt, sieht man, dass schon eine leichte Erhöhung des Insulins wirklich die Fettverbrennung massiv hemmt. Und das ist etwas, was noch sehr wenig Beachtung findet jetzt überhaupt in der Adipositas-Therapie. Insulin ist quasi das Schloss an unseren Fettzellen. Ja, und wenn das da ist, dann wird einfach nichts genutzt von unserem Fett. Und alles geht auf Einlagerung. Alles geht auf Einlagerung. Jetzt könnte man sich fragen, warum ist das so? Ja, das macht ja, muss man ja auch irgendwie erklären können. Ist das irgendwie ein böser Scherz von der Evolution, der sich gedacht hat, wir machen etwas, wo die Leute richtig fett werden? Und natürlich nicht, weil alles hat einen Grund, warum das so ist. Ja. Kohlenhydrate sind Signalgeber. Kohlenhydrate sagen, jetzt kommt der Winter. Jetzt musst du Fett einlagern. Wir haben unsere Jahreszeiten. Ja? Und wann sind in der Natur die meisten Kohlenhydrate zur Verfügung? Im Spätsommer und im Herbst. Da habe ich die Früchte, da habe ich auch dann Nüsse, da habe ich das große Angebot an Nährstoffen generell und vor allem an Kohlenhydraten. Ja? Und das ist unser Signal, das sagt, jetzt muss jede Energie, die aufgenommen wird, komme was wolle, die muss in Fett eingelagert werden. Und das Dramatische ist, dass das auch passiert, also für uns jetzt, ja, selbst in einem Kaloriendefizit. Da gibt es Versuche mit Eichhörnchen, ich glaube, ich habe es nachher nochmal drauf auf der Folie, die werden fast verhungert, die lässt man fast verhungern, also die tut man unterversorgen mit Nährstoffen und mit Kalorien. Aber solange Kohlenhydrate da sind, werden die trotzdem, bauen trotzdem Fettmasse auf. Ja? Einfach nur, weil die Kohlenhydrate dieses Signal geben, und da, jetzt wird Fett aufgebaut. Jetzt ist es Zeit, weil sonst, wenn man sich das überlegt, ein schlechter Sommer und alle Eichhörnchen wären ausgestorben. Ja? Wo man das auch kennt, ist zum Beispiel bei Tieren, die Winterschlaf halten. Ja? Der Bär zum Beispiel, bevor der in den Winterschlaf geht, entwickelt er eine Fettleber. Und das Signal der Entwicklung der Fettleber kommt, weil der
den ganzen Tag da sitzt und Bären futtert. Ja? Und das denkt man sich, das sind ja alles, ich meine, das sind ja Wildfrüchte, ja? Die haben ja eh schon kaum an Zucker drinnen, aber das funktioniert trotzdem. Jetzt kann man sich vorstellen, wie ist denn das mit unserer Ernährung, wo wir uns dann solche Smoothie-Dinger reinziehen. Ja? Das ist auch interessant, zum Beispiel der Kolibri, der hat so einen hohen Stoffwechsel, der wird über Nacht, also der wird insulinresistent, macht eine Fettleber über Nacht und über Tag baut er die wieder ab, weil der kann gar nicht so viel essen, wie der an Energie verbraucht. Ja? Untertags, das ist enorm. Und natürlich, der lebt ja nur von Nektar. Das heißt, ich finde es eben wichtig zu verstehen, dass es eigentlich ein natürliches Stoffwechselsignal ist, das einfach im Kontext unserer modernen Lebensweise zum Nachteil wird. Ja? Weil der Winter, der kommt nie für uns. Wir sagen dem Körper die ganze Zeit, bereite dich auf den Winter vor, bereite dich auf den Winter vor. Ja? Und wenn man das einmal verstanden hat, dann ist es auch klar, welche Vorteile eine kohlenhydratreduzierte Ernährung für uns birgt. Ja? Als Beispiel die ketogene Ernährung, aber für viele reicht es einfach nur, die einfachen und schnell verfügbaren Kohlenhydrate in einem ersten Schritt zu reduzieren. Ja, damit habe ich schon viel gewonnen. Die ketogene Ernährung ist dann nochmal so ein besonderes Werkzeug, ein Tool in meiner Werkzeugkiste, die ich einsetzen kann, wenn ich gar nicht weiterkomme oder wenn ich besondere Ansprüche oder besondere Bedürfnisse auch habe. Je nachdem, wie schlimm es mit mir und meinem Stoffwechsel schon ausschaut, wie sehr ich auf dieser Blutzuckerachterbahn gefangen bin, kann es sein, dass eine einfache Kohlenhydratreduktion nicht mehr ausreicht, sondern ich vielleicht auf eine ketogene Ernährung zum Beispiel setzen möchte und muss, weil sie mir hilft dabei, meinen Hunger zu hemmen, weil Hunger ist etwas, was Schlimmes, was Belastendes, und wenn ich ständig hungrig bin, das halte ich mal ein paar Wochen vielleicht durch, aber irgendwann ist die Willenskraft erschöpft. Und Keto erleichtert es, weil das den Hunger sehr gut eindämmt, weil es erlaubt eine natürliche Regulation von Hunger und Sättigung. Es hilft mir, meine Insulinsensitivität zu verbessern. Und das ist genau das, was mir wieder dabei hilft, nicht auf dieser Blutzuckerachterbahn gefangen zu sein. Ja? Es verbessert generell meine Zellgesundheit. Und was macht Keto noch? Es sagt dem Körper, es ist jetzt nicht, der Winter steht nicht vor der Tür. Du kannst ruhig die Nahrung, die wir zu uns nehmen, da können wir Energie draus machen, die braucht man nicht einlagern für schlechte Zeiten. Ja? Und auch exogene Ketone können uns da helfen. Denn wenn man mal auf dieser Blutzuckerachterbahn gefangen ist, dann ist es oft wirklich, wirklich schwer, sich da raus zu wursteln wieder. Ja? Und da können exogene Ketone quasi obendrauf auf eine Low-Carb-Ernährung zum Beispiel uns helfen, genau diese Hungerphasen besser zu überstehen, uns da Energie zu geben, weil wir selber vielleicht noch nicht in der Lage sind, so gut vielleicht auf unsere eigenen Fettreserven zuzugreifen. Ja? Die Ketone selber machen, dass wir uns satter fühlen. Und wenn wir satt sind, dann kann ich auch ganz viel, viel leichter den Versuchungen widerstehen. Ja, dann kann ich auch an der Bäckerei vorbeigehen. Natürlich riecht es gut, natürlich sagt man, das hätte ich gern. Aber wenn ich nicht hungrig bin, dann habe ich nicht so einen, dann ist keine Willenskraft notwendig, an der Bäckerei vorbeizugehen. Kohlenhydrate machen aber nicht nur, dass wir Hunger haben und dass wir Fett einlagern,
sie fördern auch die Entzündung. Und wie machen die das? Die verzuckern. Das ist so wie das Karamellisieren, kann man sich das vorstellen. Die karamellisieren unsere Zellen. Und wenn die mal karamellisiert sind, das klingt zwar schön, ist es aber nicht, weil dann können die nicht mehr funktionieren. Und das weiß der Körper und der sagt, buh, die müssen wir aber abbauen und dann muss ich mit Entzündung reagieren. Das heißt, es ist so ein Teufelskreis, je mehr von diesen verzuckerten Molekülen, von diesen verzuckerten Zellen ich da habe, umso mehr Entzündung habe ich, umso schlechter funktionieren die. Und das ist echt ein Problem, die nennt man Age. Und das ist auch ein bisschen ein Wortspiel, weil Age ist ja auf Englisch Alter. Und man weiß, dass je mehr von diesen Age, von diesen verzuckerten Zellen ich in meinem Körper habe, umso älter bin ich. Also es ist ein Zeichen für Alterung. Diese AGEs, diese verzuckerten Sachen, sind mit ganz, ganz, ganz vielen Erkrankungen verbunden, auch Hormonstörungen und Fertilität. Und es ist klar, weil wenn an der Basis, wenn da ein Problem ist, wenn meine Zellen nicht funktionieren, wenn ich Entzündung habe, dann ist das einfach für Tür und Tor für all diese Erkrankungen geöffnet. Man weiß auch, dass diese AGEs, die können auch an bestimmte Rezeptoren, an Zellen andocken. Und man weiß, dass das zum Beispiel die Durchlässigkeit der Gefäßwand erhöht. Jetzt kennt vielleicht der eine oder andere Leaky Gut, ja, das ist so der durchlässige Darm. Aber jedes Gewebe kann durchlässig sein, auch unsere Gefäßwände. Und dann kann dort mehr Entzündung entstehen, da können Partikel eindringen und dann kann Arteriosklerose entstehen zum Beispiel. Ja, auch unsere Blut-Hirn-Schranke kann leaky werden, kann durchlässig werden und dann können auf einmal Sachen in unser Gehirn, die da gar nichts verloren haben. Ja, das heißt, das ist ein Problem. Sie haben Einfluss auf die Steifheit zum Beispiel der Gefäße, wir denken an Bluthochdruck und eben all diese Entzündungskaskaden, mit denen wir zu tun haben. Das habe ich schon erwähnt. Sie beeinflussen alle Zellen in unserem Körper und man weiß, dass es hier einen Zusammenhang auch gibt zwischen einem hohen Wert von diesen AGEs, von diesen verzuckerten Molekülen und chronischen Erkrankungen. Und das ist einfach eines auch einfach nochmal, um zu zeigen, weil wir wissen, dass die Entzündung ist ein gemeinsamer Nenner für all diese Erkrankungen und noch mehr. Ja, man denkt sich oft, die sind so unterschiedlich. Was hat Diabetes mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu tun oder mit Autoimmunerkrankungen? Der gemeinsame Nenner ist Entzündung. Wenn ich Entzündung im Griff habe, wenn ich mich so ernähre und andere Dinge mache, die Entzündung normalisieren, runterbringen, dann tue ich auch was Gutes und beuge all diesen Zivilisationskrankheiten vor. Fasten und Ketose, weil das wirkt sich auf die Verzuckerung auf Entzündungsprozesse aus. Warum Fasten? Fasten und Ketose kann ich nicht trennen, denn die Ketose ist das Markenzeichen des Fastenstoffwechsels. Jetzt kann ich aber nicht die ganze Zeit fasten und nicht für jeden ist Fasten auch sinnvoll und gut. Ja? Und da springt dann die ketogene Ernährung oder die exogenen Ketone ein, denn ich kann das dann auch als Therapieoption nutzen. Ja? Und die Ketone allein, diese Stoffwechselmoleküle, die wirken zum Beispiel schon antioxidativ. Das sind nämlich selbst Antioxidantien. Nochmal so ein Sprung zu einem bisschen anderen Thema. Die Frage ist immer, macht Zucker süchtig? Ja, weil es geht ja immer, uns wird vermittelt, dass man muss sich ja nur ein bisschen unter Kontrolle haben, man braucht ja nur weniger essen, mehr bewegen und alles ist gut. Ja, und
dass das gerade was Zucker betrifft nicht so einfach ist, zeigen viele, viele Arbeiten. Zucker hat tatsächlich sehr viele Ähnlichkeiten in der Art und Weise, wie es auf unseren Kopf wirkt, wie echte, harte Drogen. Und es wird da immer wieder eben vorgebracht, dass das überspitzt wäre, aber es ist tatsächlich so, und im Tierversuch kann man das auch sehen, dass Ratten zum Beispiel ganz ähnliche Entzugserscheinungen zeigen, ob man die jetzt von Zucker den Entzug macht oder von Kokain, glaube ich, war es. Ja? Das heißt, da haben wir sehr wohl Ähnlichkeiten, auch ähnliche Gehirnareale werden aktiviert und es gibt auch wirklich Veränderungen an den Belohnungszentren. Das heißt, es ist auch wirklich schwer für uns, Zucker wegzulassen. Ich habe das nur noch drinnen, denn es gibt immer wieder eben Stimmen, die sagen, Zuckersucht gibt es gar nicht. Und ich habe nur, es gibt 4 Punkte, nach der Abhängigkeit definiert wird. Und 2 dieser 4 Punkte sind sehr wohl auf den Zucker anwendbar. Der schädliche Gebrauch von einer Substanz, die zwar nicht körperlich abhängig macht, und diese substanzgebundene Abhängigkeit, das sind einfach 2 Sachen, die man immer wieder sieht und auch in Gesprächen und in Beratungsgesprächen verwenden die Klienten die Worte Sucht und ich kann nicht anders und in der Nacht stehe ich auf und besorge mir bei der Tankstelle quasi meinen Fix. Und dass man etwas tut, von dem er weiß, dass es einem schadet und damit nicht aufhören kann, dann ist es meiner Ansicht nach eine Sucht. Das heißt, weniger Zucker, gesünderes Leben. Es muss nicht unbedingt ketogen sein, aber man kann sich schrittweise annähern und man kann einfach von diesem Lebensstil sehr, sehr, sehr profitieren und wirklich eine Prophylaxe. Es ist wie ein prophylaktischer Weg, die Zellen und sich selber etwas Gutes zu tun. Und damit sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit.